Hallo, wir haben heute einen ganz besonderen Tag. Und zwar ist es Karfreitag. Und für viele, viele Christen auf der Welt ist dieser Tag ja beides eigentlich. Einer der traurigsten, wenn nicht der traurigste Tag. Und auch ein herrlicher Tag. Das klingt wie ein Widerspruch und für manche ist das auch ein Widerspruch. Aber hören wir uns zunächst einmal den Losungstext an für heute. Und da heißt es: Herr, neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht nur zur Habsucht. Nun, das könnte auch bedeuten: Herr, neige mein Herz zu deinem Wort und nicht zum schnöden Gewinn. Das ist eine ganz wichtige Bitte. Und wenn es ernst gemeint ist, dann glaube ich schon, dass der Herr das auch erhören wird. Weil es kann nichts Besseres in deinem Leben und auch in meinem Leben passieren, als dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, das ja auch das Schwert des Geistes genannt wird bei Paulus. Und somit auch uns die Orientierung gibt, die wir brauchen. Denn ohne diesem Wort sind wir verloren. Aber dieses Wort ist dann auch Fleisch geworden, wie Johannes sagte. Und es hat einen enormen Preis gekostet. Und wir werden es wahrscheinlich, und darüber denke ich oft nach, auch nicht in der Ewigkeit, wenn wir erleuchtet sind und vieles, vieles erkennen und begreifen. Aber eins nehme ich an, werden wir nicht begreifen, über diese unermesslich große Liebe, die ja da in Jesus ist, dass er dieses Wort Fleisch geworden ist und um uns zu helfen, wie es ja im Lehrtext heißt, Jesus Christus erniedrigte sich und wurde gehorsam. Und zwar bis zum Tod am Kreuz. Ich glaube, diese Worte, die bejahen wir natürlich, wenn wir an Jesus glauben und ihm vertrauen. Und doch verstehen wir sie nicht in der vollen Tiefe. Jesus wurde gehorsam, das heißt, er hat Menschengestalt angenommen und als solcher einfach diesen Naturgesetzen dieser Welt, dieses Universums, sich untergeordnet. Und auch wenn er in der Ewigkeit, in der Gleichwertigkeit mit dem Vater und mit dem Geist auf einer Ebene steht und stand, so hat er doch diesen Schritt getan. Unvergleichlich. Ich glaube, es gibt kaum einen Vergleich, mit dem wir es setzen könnten, damit wir es besser verstehen. Aber wer von uns würde schon ein Wurm werden, um das Volk der Würmer vor der Katastrophe der totalen Vernichtung zu retten? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe keine großen Sympathien. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich sowas schaffen würde, um alle Würmer der Welt zu retten, dass ich dann selber Wurm werden müsste und noch dazu erfahre und weiß, dass die würden mich gar nicht akzeptieren. Die würden mich selber umbringen. Also wer würde das machen? Unbegreiflich, gell? Ich weiß, das ist vielleicht ein abstruser Vergleich. Ein abstruser Vergleich, ja. Aber ich denke einfach, dass der Herr uns so liebt, dass er bereit war, diesen Schritt zu tun. Dass er Mensch geworden ist. Und diese Befreiung, die dadurch entsteht, ist auch unvergleichlich. Nicht aufzuwiegen mit Silber oder Gold oder sonst irgendwelche Schätze dieser Welt.
Und das ist der andere Grund, warum wir uns auch mit einem dankbaren Herzen heute freuen und froh sein können, dass der Jesus diesen Weg eingeschlagen hat und gegangen ist, bis zum Tode, bis zum Kreuz. Auch wenn es Anlass zur Traurigkeit ist, aber es ist auch genauso Anlass zur Dankbarkeit und zur Freude. Aber noch größer wird diese Freude, wenn wir wieder daran erinnert werden, am Auferstehungstag, wo wir, ja, wie es einfach ein alter Prediger mal gesagt hat, it's Friday, but Sunday is coming. Und das war angeblich seine ganze Predigt einmal an diesem Tag. Es ist Freitag, aber der Sonntag steht vor der Tür, er kommt. Es ist Freitag, aber der Sonntag kommt. Mit dieser Vorfreude wünsche ich auch dir und deinen Lieben einen gesegneten und erfüllten Tag. Bist du der König der Juden? Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Was soll ich dann tun mit Jesus, den man den Messias nennt? Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Nein! Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen. Ich bin unschuldig am Tod dieses redlichen Mannes. Das ist eure Sache. Vater, die Zeit ist da. Verherrliche den Sohn, damit der Sohn auch dich verherrlicht. Das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen. Und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe dich auf Erden verherrlicht. Ich habe das Werk, das du mir aufgetragen hast, zu Ende geführt. Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Anderen hat er geholfen. Sich selbst kann er nicht helfen. Er ist doch der König von Israel. Er soll vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut. Der soll ihn jetzt retten, wenn er es will. Er hat doch gesagt, ich bin Gottes Sohn. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt. Und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Frau, siehe dein Sohn. Und siehe deine Mutter. Mein Gott, warum hast du mich verlassen?